17.09.2018, Start der neuen Woche. Wir machen jetzt direkt zum Wochenstart nochmal ein kleines Wochenausblick-Video, auf welche Zonen wir diese Woche achten sollten, auf welche Zonen wir diese Woche hinsteuern könnten. Es wird dieses Mal eher ein wenig kurzfristiger gehalten werden. Im letzten Video haben wir das Ganze eher mit langfristigem Ausblick gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das letzte Video anschauen, auch wenn den meisten die Prognose darin nicht so gefällt oder auch nicht so gefallen hat, ist für mich momentan der realistischste Weg von dem Ganzen. Und ja, generell, bevor wir mit dem Video starten, mache ich die Facecam dann auch gleich aus, wenn wir wie gewohnt zur Analyse gehen. Ich habe jetzt generell geplant, noch jede Woche sozusagen ein Live-Webinar zu machen, wenn man diesen Begriff so verwenden will. Ich mag den Begriff auch nicht so, einfach Livestream, wo wir einfach generell ein wenig TA machen, Schulungen, Price Action, Risikomanagement, Trade Management, was auch immer ihr sehen wollt, natürlich kostenlos, wo man halt auch live Fragen stellen kann, und das würde ich dann vielleicht so monatliche Basis oder vielleicht sogar alle 2 Wochen, je nachdem, wie wir Zeit finden, eben machen. Ich bin nur gerade im Überlegen, wie wir das Ganze durchsetzen. Ich habe ja auch schon in meiner Telegram-Gruppe gefragt, wo wir dann eben den Link sharen, weil ich weiß nicht, ob ich das über YouTube machen will oder über andere Plattformen. Besten wäre mir da, glaube ich, auf Twitter zu folgen, und ansonsten, wer kein Twitter hat und wer kein Telegram hat, dann schreibt mir eine E-Mail, damit wir euch auch irgendwie einen Verteiler reinbringen, nur damit ihr ungefähr wisst, was so für die Zukunft geplant ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Analyse. Und wir starten auch direkt los mit der Analyse. Und ja, ich möchte vorher noch ein, 2 Worte anmerken. Man bekommt einfach immer so extrem viel Antipathie, extrem viel Hate. Wenn man denn ein etwas bearishes Video macht zum Bitcoin, so wie letztes Mal. Und da muss ich einfach sagen, ich kann es nicht verstehen. Wir können hier nicht in der Lage, die wir momentan haben, so extrem bullish sein. Es ist einfach schwierig. Deswegen müssen wir einfach realistisch sein. Und der realistische Weg oder realistische Szenario ist momentan immer noch mehr Downside. Ich möchte auch ein Video dazu machen, weil ich dazu immer noch die Frage bekomme, wann Altcoins nachkaufen. Das ist ein interessantes Thema. Und das möchte ich auch noch die Woche machen. Aber solange wir nicht irgendwann dieses High brechen und über diesem High Support finden und nicht einmal kurz hochrennen und wieder durchbrechen, können wir nicht von einem bullischen Szenario ausgehen. Auch für Leute, die jetzt keine TA betreiben, und es ist absolut in Ordnung, wenn jemand keine TA betreibt. Wir haben diesen Support hier gefunden. Wir sind zu diesem Support zurückgerannt, haben jetzt diesen zweiten Support gehabt, beziehungsweise wir können uns auch das Ganze so anlegen, dann sagen wir, okay, wir haben einen Test, zweiten Test, dritten Test. Der erste Test hat eine Rallye hervorgerufen von 5.800 auf 11.500. Der zweite Test hat eine Rallye hervorgerufen von 5.800 auf 8.500. Der dritte Test hat eine Rallye hervorgerufen von 5.800 auf 7.200. Also ihr merkt, das ist Declining, Declining, wie ein Descending Triangle, also abnehmend. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich schlecht verstehen kann, wie irgendjemand das bullish interpretieren kann. Aber was mich an dieser Price Action noch viel mehr gestört hat und einfach noch viel mehr in Aufruhr versetzt hat eigentlich, wir haben knapp 2 Wochen gebraucht, um diesen Anstieg zu formen. Das heißt, wir haben 2 Wochen langsam einen Anstieg gesehen auf 7.200, was natürlich auch absolut nicht schlimm ist im Einzelfall. Aber was dann schlimm ist für mich, ist, dass wir in drei Tagen den Anstieg von 14 Tagen aus dem Markt nehmen. Wir nehmen mit dieser Candle hier allein schon, das war ein Tag, dieser eine Tag hat den Anstieg von 8 Tagen aus dem Markt genommen. Und da müssen auch ja Leute sagen, die sich jetzt wenig mit TA beschäftigen oder sich auch nicht damit beschäftigen wollen, kann man schwer bullish sehen. Also ich würde euch gern sagen, dass wir bald auf über 10.000 hochgehen, aber ich sehe es momentan einfach nicht. Deswegen müssen wir uns leider mit den realistischen Szenarien beschäftigen. Generell jetzt bewerten zu der Price Action, die wir seit dem letzten Video gesehen haben, war eigentlich nicht so viel Neues. Wir formen weiterhin hier eine Range, die wir auf dem 4-Stunden-Chart und auf dem 1-Stunden-Chart besser sehen werden. Erste interessante Price Action nach vielen Stop-Hunts am heutigen Tag, weil wir momentan eine Bearish Engulfing Candle formen. Wenn wir hier ranzoomen, sehen wir das ein wenig besser. Wir nehmen das High des vorigen Tages aus dem Markt raus und sind momentan weit unter dem Close des vorherigen Tages. Blödsinn, nicht den Close, sorry, der Close war hier. Das Low des vorherigen Tages, sorry, war ein Versprecher. Auf alle Fälle, wenn die Candle so schließt, sieht sie nicht besonders gut aus. Wir gehen auf die niedrigen Timeframes und schauen uns die Intraday-Analyse an. Auf was ich immer noch warte oder auf was ich gewartet hätte, wäre dieses Szenario hier, dass wir mindestens
auf dieses Pivot hier hochrennen. Das wäre irgendwie das Szenario, worauf ich gewartet habe. Habe ich bis jetzt nicht bekommen. Dieses Pivot hier war hier in dem Fall dieser Move, der den Markt nach oben gepusht hat. Wir finden hier Support. Dann hier diese kleine Konsolidierung, Resistance und Droppen von hier nochmal. Ja, extrem tief. Das heißt, dieser Punkt hat eine extreme Signifikanz für den Markt. Nach diesem Drop hier würde ich wirklich gern sozusagen einen Gap fill sehen. Es ist kein klassischer Gap, aber das hier ist ein uneffizienter Move, um das so auszudrücken. Ich würde gerne sehen, dass wir diese Lücke füllen, bevor wir weiter nach unten pushen. Aber momentan sieht so aus, als würde der Markt nicht mal das schaffen. Das ist irgendwie ziemlich bedenklich. Was auch hier für Confluence sprechen würde, ich muss nur noch mein Werkzeug rausnehmen, wäre, dass wir hier auch eine 62% Retracement Ratio hätten in diesem Bereich. Und das wäre auch ungefähr 50% dieses Blocks. Also sieht man auch vom Augenmaß her. Also das wäre mal mein Szenario gewesen, dass wir hier hochpushen, dann droppen und dann eben den Downtrend fortsetzen. Haben wir nicht gesehen, sondern wir konsolidieren uns weiter hier. Die Frage ist jetzt, welcher Punkt haltet den Markt um? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist ganz klar dieser Sell-Off hier. Dieser Sell-Off hier hat zu diesem Stop-Rate geführt. Das heißt, hier wurden ganz klar Stops aus dem Markt genommen. Ihr wisst jetzt also, diese riesenrote Kerze, oder in dem Fall weiße Kerze, hat dazu geführt, dass wir diese Stops aus dem Markt genommen haben. Weiters hat diese Kerze dazu geführt, dass wir hier Support finden. Das heißt, ihr wisst, dieses Pivot ist extrem wichtig für den Markt und ihr solltet das Pivot nach rechts ziehen. Und ihr seht auch hier, wenn wir das hier weiterziehen, wir sind wieder hier angelangt, genau an diesem Pivot. Okay? Support, Support, Support und alles ausgehend von diesem Stop Rate. Das ist jetzt mal der Punkt, der den Markt haltet. Ich habe mir konkret eine Range, die ich eben am Daily Chart angesprochen habe, können hier sagen, okay, Range High, Range Low. Das wäre in dem Fall nicht hier, sondern hier wäre das Range Low. Das ist momentan der Punkt, wo wir uns aufhalten. Ihr seht, 6275, noch ist alles easy. Solange wir 6145 halten, können wir sagen, okay, die Range könnte weitergehen. Wir können wieder auf 655 hochlaufen und dann wieder auf 6145. Und jetzt könnte der Markt weiterhin seitwärts gehen, wie die letzten ja, knapp 12 Tage. Gefährlich wird es eben in diesem Bereich. Diesen Bereich solltet ihr euch ansehen, weil es ist einfach, wie gesagt, das ist der Punkt, der den Markt momentan haltet. Wenn wir hier einen Breakdown sehen, dann rennen wir kurzfristig, also auf Wochenbasis, langfristig, wie gesagt, letztes Video, auf diesen Halt hier zu. Das ist das nächste Low, das sind die nächsten Stops. Das ist der Punkt, wo der Markt magnetisch hinziehen wird, okay? Und wir können uns auch hier die Midrange anziehen. Ja, das ist auch ziemlich signifikant hier, dass wir diesen Punkt gebrochen haben. Ich habe das vorhin nicht eingezeichnet, aber das sieht man jetzt auch besser. Dieser Punkt in der Mitte, das ist 50% dieser Range. Und ihr seht, was für einen Einfluss ja, dieses Pivot sozusagen wieder hat, dieses Pivot hier. Wir haben hier 50% der Range. Wir kommen knapp drüber, Sell-Off. Sell-Off, also wir schaffen es nicht über zu closen. Hier haben wir einen Clean Break. Hier haben wir das erste Mal den Close darüber. Rally zum Range High. Okay, wir kommen wieder zurück, Support. Kommen wieder hier rauf, zurück, Support. Jetzt haben wir den Clean Break. Okay, von diesem Range EQ, also von dieser Mid-Range. Was bedeutet das? Wir targeten das Ende der Range. Das wäre mal das erste Target. Das ist schon ziemlich, ja, nicht so bullish zu bewerten, dass wir dieses Range EQ brechen. Auch dieses Pivot seht ihr wieder hier. Das ist dieses Bereich, dieses Verkaufen hier in diesem Bereich hat zu diesem explosiven Move nach oben geführt. Das ist ein signifikanter Move, weil es irgendwie knapp $200 sind. Wir kommen hier rauf, Support, 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 Support. Hier, Support, Breakdown. Das können wir uns auch hier im 15-Minuten-Frame ansehen. Da hatten wir noch diesen Retest. Das wäre dann so ein Punkt, wo ihr sagt, okay, wenn ihr Shorts kalben wollt, wäre das die Kerze gewesen, um an Bord zu kommen. Warum? Hier wieder dieses Pivot, Support, 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 Support. Clean Break, also wirklich ein sehr cleaner Break nach unten mit dieser Kerze. Und was haben wir dann? Wir haben einmal die Chance, mit dieser Kerze den Retest zu sellen und sozusagen auf den Short-Hype-Train aufzuspringen. Das wäre jetzt mal ja, der Punkt gewesen, wie man auf diesen Move aufspringt. Okay? Wie gesagt, 6145 Range Low, das ist die nächste wichtige Zone für mich, wo ich wirklich stark beobachte. Es ist dann schon wieder so eine Art Make-or-Break-Entscheidung. Wie gesagt, keiner von uns kann voraussagen, ob das Range Low dieses Mal halten wird. Wir können uns nur vorbereiten. Wir können uns auf zwei Szenarien vorbereiten. Viel anderes würde ich da jetzt auch gar nicht trainen.
Ich schaue gerade, ob ich den Pinsel finde. Hier. Wenn wir dieses Range Low wieder ansteuern, ihr wollt euch den Support kaufen. Warum? Ihr wisst ja nicht, ob dieser Support haltet. Das ist einfach, ja, Glück oder Zufall, aber das bringt euch nichts. Wenn wir diesen Support halten, dann will ich auf alle Fälle sehen, dass wir hier wieder hochpushen, dass wir über das Pivot gehen und auch über die Midrange und dann hier Support finden. Weil dann kann ich sagen, okay, das war einfach ein normaler Move ans Range Ende. Als Ziel haben wir jetzt wieder das Range High, 655, und dann als oberes Ziel ist das Pivot. Okay, dann ist das Pivot. Wenn wir hier brechen, dann wäre das die Bestätigung. Lower Highs, Lower Lows. Und das wäre dann das erste Szenario, auf das wir momentan schauen. Wie gesagt, ist immer ein Aufzeichnen von Szenarien. Wenn ihr nur ein Szenario habt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht erfolgreich traden, weil ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zutrifft, ist ziemlich hoch. Es wäre jetzt mal das bullische Szenario, okay? Und da wir gesagt haben, wir wollen nicht raten, was passiert, wenn wir ein bearish Szenario sehen, dann will ich einen clean Break sehen, dieses Lows, Retest und dann haben wir als Ziel diese Stops, ganz klar, diese Stops aus dem Markt zu nehmen. Es wäre nur das bearish Szenario, ja, von diesem Punkt aus. Die Fra Leute fragen sich immer so, ja, warum, es kann hochgehen oder runtergehen. Wenn ihr Trader seid oder wenn ihr tradet, ihr müsst natürlich eure zwei Szenarien auf der Hand haben. Wer soll euch sagen, ob dieser Support halten wird? Kann euch keiner sagen. Ihr könnt jetzt spekulieren, diesen Support zu kaufen. Aber wenn der Support bricht, dann seid ihr getrappt. Weil, wenn ihr dann auf dieser Seite seid, dann passiert meistens das. Okay, ihr kauft diesen Support, der Markt geht runter und der Markt kommt im Regelfall immer wieder hoch zum Retest. Warum kommt der Markt wieder hoch zum Retest? Weil einfach viele Leute sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Support Area. Die ersten Shorts kaufen zurück. Und das ist einfach so eine Take-Profit-Area. Da gibt es vielleicht noch viele Leute, die sagen, okay, ich kaufe jetzt doch nochmal zu diesen Preisen und dann ziehen wir diesen Retest. Und dann passiert meistens das, dass die Leute, die hier Short oder hier Long im Markt sind, sorry, die diesen Support gekauft haben, die sind hier schon extrem underwater. Das heißt, sie sind im Minus und die sagen, ah, jetzt habe ich den Support gekauft, ich will einfach nur noch raus aus dem Trade, ich bin jetzt schon so tief im Minus. Aber ich verkaufe jetzt nicht direkt, weil dafür ist mir der Verlust einfach zu hoch. Aber sobald der Markt wieder halbwegs zum Break-Even Point hochkommt, was hier wäre, dann verkaufe ich. Dann gehe ich raus und soll mich der Markt am Arsch lecken. Und deswegen sehen wir auch meistens diese Reaktionen, dass wir hier erstens einen Clean Break sehen, dann eine Erholung, erste Shorts kaufen zurück, nehmen Profit, dann sehen wir den Retest und dann sehen wir meistens das. Okay? Und da müsst ihr einfach immer eure Szenarien auf der Hand haben. Und wenn ihr nicht Bestätigung habt, das ist einfach das Wichtigste, wenn ihr keine Bestätigung habt, dann könnt ihr zwar den Support kaufen. Aber ihr wisst nicht, ob dieser Support halten wird. Okay? Wenn dieser Support haltet, dann verpasst ihr diesen Move hier. Okay? Ihr habt kein Risiko, ihr verpasst diesen Move hier. Aber wenn wir über dieses Pivot brechen, dann erhöht sich euer Chancen-Risiko-Verhältnis enorm. Und ihr nehmt so viel Risiko aus dem Markt raus. Und deswegen könnt ihr auch langfristig erfolgreich sein. Weil, wenn wir wieder die Confirmation haben, dann wissen wir, okay, dieser Support hat gehalten. Das ist ein Zeichen der Market Maker, dass sie diese Range weiterspielen wollen. Wenn sie diese Range weiterspielen wollen, wenn dieses Pivot wieder bricht, wo wir die Midrange haben, dann wäre das ein Zeichen, dass wir wieder aufs Range High losmarschieren. Okay, nur um das mal so anzusprechen. Und dann könnt ihr euer Risiko extrem minimieren. Dann könnt ihr hier die Long-Position öffnen, könnt ihr sagen, okay, wenn wir hier wieder runter droppen, dieses Pivot, bin ich raus und ich target jetzt mal erstes Target hier. Dann haben wir 3,5R. Zweites Szenario hier, unfassbare 8R. Und wenn ihr aber hier kauft und ihr sagt, ah, vielleicht haltet der Support, vielleicht haltet er nicht, dann müsst ihr euren Stop hier unten hinsetzen. Weil, ja, was soll passieren? Es kann immer passieren, dass wir eine schnelle Kerze drunter sehen und dann der Wick aufgekauft wird. Dann wollt ihr auch nicht ausgestoppt werden. Aber das wäre einfach der nächste logische Stop. Und dann habt ihr einen Drawdown von 5%, wenn es schief geht, wenn ihr getrappt werdet. Und dann wäre erstes Target hier, weil ihr dann sagt, okay, Midrange, dieses Pivot kann dann immer noch brechen. Und wie gesagt, ist hier dieses Beispiel, das wäre dann ein R von 0,67 im Vergleich zu 4. Nur damit ihr das mal mit den Szenarien versteht. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video auf alle Fälle. Und ich würde sagen, bis dahin, schreibt mir in die Kommentare wegen den Webinaren und wir sehen uns.